Du bist jetzt die Gastgeberin, Freya. Okay. Hallo an alle. Ja, wir haben heute einen besonderen Gast. Ja. Und die, wer ist das? Das, die Kati? Mehr weiß ich nicht. Das ist die Kati. Kati, ja. V wie der Vogel. Ah, Kati. Genau. V. V. Hm, genau. Deswegen heiße ich Märchenfee Pfauenfeder. Ich habe allerdings heute, weil das ist meine mein Winteroutfit, habe ich heute keine Pfauenfeder dabei. Normalerweise habe ich da noch eine mit drin. Aber es sieht auch sehr interessant aus. Ja, sehr hübsch sieht es aus, wie eine Prinzessin. Es gibt ja viele Bilder über Feen und da habe ich mich natürlich ein bisschen inspirieren lassen. Ja. Verstehe. Aber du bist Geschichtenerzählerin, oder? Genau, ich bin, inzwischen nenne ich mich wirklich professionelle Märchen- und Geschichtenerzählerin, weil es oft Missverständnisse gibt, wenn ich sage, ich bin eine Geschichtenerzählerin, dann wird oft gedacht, mit einem Buch wird vorgelesen oder so und ich bin ja Schauspielerin und entsprechend erzähle ich das eben in meiner Kunstfigur Märchenfee. Und machst du es genauso, ne, wie das damals die Brüder Grimm gemacht haben, die dann von Dorf zu Dorf gegangen sind und die ganzen Geschichten, und die man sich dort erzählt, aufgeschrieben haben und dann daraus ihre Märchen gemacht haben? Oder du denkst dir auch selber Märchen aus? Teilweise denke ich mir auch manchmal, also kommt drauf an, meistens, also es gibt so viele Märchen, man kann Stunden füllen mit Märchen auf der ganzen Welt und das ist unheimlich interessant. Ich habe ein bisschen auch in die Tiefe da geforscht, welche Symboliken da drin stecken und diese kulturellen Zusammenhänge auch, werde ich nachher auch was darüber sagen, weil das mich wahnsinnig fasziniert. Und so begegnen einem Märchen und das bleibt gar nicht aus, dass man dann auch selber mal ein Märchen schreibt. Aber wie fasziniert dich das? Warum? Warum sind Märchen so fantastisch für dich und so wichtig? Weil ich glaube, dass auch das eine reale Welt ist. Also wenn wir der Hirnforschung glauben, ist alles, was das Gehirn sich vorstellt, genauso real wie das, was wir im Äußeren erleben. Ah, interessant. Das glaubst du also, dass so die Menschen mehrere Doubles haben, mehrere Stimmen in ihrem Kopf, auf die sie hören? Ich glaube, das ist sogar wichtig für die seelische Gesundheit, dass wir einen Ort, eine Anderwelt in uns haben, in die wir uns auch mal zurückziehen können. Ich glaube, das ist auch eine große seelische Entlastung, wenn wir da uns gestatten, in diese Fantasiegeschichten hineinzugehen und dort Dinge vielleicht erleben oder mitverfolgen, die wir eben so auf der Straße im Alltag nicht erleben können. Und unsere Welt ist voll von Fantasy-Geschichten. Harry Potter, Herr der Ringe, das ist Normalität inzwischen geworden. Und Märchen sind aber noch viel mehr. Das ist ja eine uralte Weisheit der Menschen, die immer weitergegeben werden. Und das ist auch etwas, was mich sehr fasziniert. Ja. Und erzählst du denn auch, so wie Straßenkünstler Musik machen oder Performances, erzählst du denn deine Geschichten auch auf der Straße? Eher nicht so gerne, weil zum Märchen erzählen gehört so ein bisschen eine intime Atmosphäre, so ein bisschen geschlossener. Ich habe es ein paar Mal probiert, so auf Mittelaltermärkten, aber das verpufft ganz schnell, weil die Leute ja viel unterwegs sind und zum Märchen hören oder Geschichten hören, braucht man Ruhe. Da muss man sich mal ein paar Minuten einlassen. Und gibt es ein Schlüsselerlebnis? Mit Märchen, ja. Mein Großvater, also ich bin in Eisenach geboren, das ist ja sowieso eine märchenhafte Stadt mit der Wartburg. Das war für mich als Kind immer meine Märchenburg. Und mein Großvater ist mit mir wandern gegangen dort. Das war ein alter Thüringer Wandersmann. Aber nicht nur das, sondern er erzählte auch sehr gerne die Sagen und Märchen, die Thüringer sagen und die Eisenacher sagen. Und das hat er mir schon als kleines Kind erzählt. Wir sind wandern gegangen und er hat dann, war dann sehr bald dement. Also lange habe ich nicht davon etwas gehabt. Aber in der Zeit hat er mir so den Grundstein mitgegeben, dass auch in Verbindung mit Natur, und Märchen haben immer auch mit Natur zu tun, dieses verzauberte Element sozusagen, dieses fantastische Element mitzugeben. Und ich bin in Berlin aufgewachsen, aber immer in Ferien zu meinen Großeltern nach Eisenach gefahren. Und meine Großeltern hatten noch ganz alte Märchenbücher.
teilweise habe ich die Gott sei Dank geerbt. Und das war immer, wenn ich nach Eisenach gefahren bin, das, was ich dort gemacht habe, ich habe diese Märchenbücher von vorne nach hinten und wieder zurückgelesen. Eben unter anderem auch zwei Bände Brüder Grimm aus einer Auflage von 1917, also relativ frisch und Jugendstil und so. Also das passte alles auch äußerlich und das hat meine Märchenseele sozusagen genährt und mir sehr, sehr gut getan, weil ich mich hier in Berlin in meinem Elternhaus auch überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Es war ein sehr kaltes Elternhaus, die waren privilegiert zu DDR-Zeiten, da ging es nur um Karriere, um Funktionieren und nach außen muss alles ganz toll sein. Und da waren die Märchen für mich immer auch Lehrer, Begleiter und ich habe viel auch als Kind schon aus Märchen gelernt. Ich meine, du bist ja auch im Netz vertreten, du hast eine Website und dein Publikum, sind es Kinder oder Erwachsene? Ich gucke, dass es sowohl als auch ist. Also ich bin selbst Mutter von 4 Kindern, die sind schon groß, mein Jüngster ist jetzt 14 und da habe ich viel Erfahrung gemacht, wie ist es, Kindern zu erzählen, Erwachsenen, wie gehen Kinder damit um, und ich mache beides gern. Also ich erzähle sehr gerne zum Beispiel bei Patienten, ich auf einer Intensivpflegestation gehe ich zum Beispiel Märchen erzählen. Oder in speziellen Bereichen, zum Beispiel in der Hospizarbeit, sind Märchen ganz was ganz Tolles. Also, dass man Märchen ganz gezielt einsetzt, auch therapeutisch, das finde ich also einen wichtigen Teil meines Tuns. Und ich erzähle Kindern gerne. Ich muss aber dazu sagen, dass viele Kinder, wenn ich dann sage, was wünscht ihr euch denn für ein Märchen, kommen oft Geschichten, die im Fernsehen laufen. Ja, also da ist immer, ich habe immer so ein bisschen die Aufgabe, die Kinder so ein bisschen abzuholen und zu verzaubern. Aber ich mache es trotzdem gerne, weil ich merke, auch da leuchten dann die Augen. Also Kindern Märchen zu erzählen und vorzulesen ist immer noch eine Option und immer noch wichtig, um auch persönlich mit ihnen in Kontakt zu kommen. Ja. Ja. Aber ich erzähle auch sehr gerne für Erwachsene. Also ich bereite jetzt für dieses Jahr vor, zum Beispiel von E.T.A. Hoffmann, den großen Märchendichter, der ja hier in Berlin auch gewirkt hat und gestorben ist, den Goldenen Topf sozusagen zu zimmern, dass ich den auf die Bühne bringen kann. Das ist ja ein Märchen für Erwachsene. Und ich habe aber auch Programme, zum Beispiel Märchen und Entspannen, da gehe ich in Wellness-Einrichtungen damit, weil Märchen immer auch entspannen loslassen sind und genießen. Ich habe ein Programm zum Valentinstag und so weiter. Also, und Märchen natürlich viel zu Weihnachten, ganz klar. Da ist immer viel los. Und das ist immer. Auf Weihnachtsmärkten oder wo denn? Privat? Ja, teilweise privat, aber teilweise auch bei Weihnachtsevents von Firmen zum Beispiel, wenn die da was für Kinder anbieten wollen. Aber da kommen ganz oft Erwachsene mit rein und kommen dann nochmal und nochmal und nochmal und haben gar keine Kinder. Und dann denke ich immer, ja, seht ihr, nicht nur für Erwachsene, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Teilweise auch, ich war auch auf Weihnachtsmärkten, aber das ist ganz schwierig, weil, wie gesagt, zum Märchen gehört ja so ein bisschen eine ruhigere, besinnlichere Stimmung, und auf Weihnachtsmärkten ist die eher selten zu finden. Also da ist es ja oft laut und rummelig und es geht immer viel ums Trinken und Essen. Ja. Ich finde, Geschichten erzählen ist sowas wie ein Schatz finden. Wenn ich Märchen erzähle, tauche ich ganz tief ein in einen uralten Schatz der Menschheit und ich öffne mich dem, was dann von dort durch die Märchen hindurchkommt. Das ist eine ganz eigene Magie. Und die überträgt sich auf das Publikum. Ich lasse es dann auch los. Meine Aufgabe ist es zu erzählen. Und wer sich berühren lassen möchte, der ist berührt und darf das mit nach Hause nehmen. Und wer davon sich nicht dem öffnen möchte, der öffnet sich nicht. Also das ist jedem selbst überlassen. Für mich ist es immer, ich bin immer sehr glücklich beim Erzählen, weil ich dann mich lebendig, noch lebendiger fühle als sonst und im Kontakt mit einer uralten Kraft stehe, die ich in jedem Menschen sehe. Ich glaube daran, dass jeder Mensch ein Leuchten in sich hat.
Und wenn ich erzähle und aus diesem Schatz schöpfe, dann glaube ich, geht es seinen ganz eigenen Weg. Und die Menschen haben die Möglichkeit, das bei sich ankommen zu lassen. Es ist ja nur eine Erinnerung an ihr eigenes inneres Licht. Ja. Die Erinnerung an ihr eigenes inneres Licht. Mhm. Ja, das ist ja ein gutes Stichwort, das Thema Magie. Genau. Genau. Das ist aus dem Schauspiel einfach dieses, meine Kunst auf der Bühne möchte ein Gegenüber, sonst bräuchte ich nicht Schauspielerin sein, ja, dann brauche ich nicht auf die Bühne gehen, aber diese Kunst braucht ein Gegenüber und das ist das Publikum und das ist sehr, sehr faszinierend, dieses Ping-Pong-Spiel und dann zu spüren, wo ist das Publikum jetzt, wie gehen sie darauf ein, wie öffnen sie sich. Natürlich muss man auch damit leben, dass es Menschen gibt, die dann sich nicht so berühren lassen davon, aber das gehört auch dazu da entsteht ein ganz eigener Raum, den gibt es nur während dieser Zeit, wo ich auf der Bühne stehe. Und das ist so ein bisschen wie ein Ausflug in eine andere Welt. Ja. Und deswegen mache ich das gerne für andere Menschen, weil ich weiß, so kann ich Menschen Freude machen. Das ist meine Art, ein bisschen Freude in die Welt zu bringen. Und warum soll ich das für mich alleine machen?